Wir produzieren Konzentrate. Nein, das sind immer die einfachsten Sachen, sind die schwierigsten. Wir produzieren alle Komponenten von einem frischen Cocktail in einer Flasche bis auf den Alkohol. Also ich bin Fabian, ich bin einer der drei Gründer von Mix und bin ursprünglich gelernter Koch und habe vor 4,5 Jahren von einer Schnapsidee die heute Küche am Tisch Mix gegründet. Der Manu, mein einziger Geschäftspartner, ist wie ich auch gelernter Koch. Und ihm ist eigentlich aufgefallen, dass es extrem viele Betriebe gibt in der Gastronomie, die die Möglichkeit nicht haben, zum Cocktails zu machen. Und eines Abends haben wir das Thema zuhause am Küchentisch besprochen mit vielen Schnaps. Und ich fand, hey, es wäre doch eigentlich Zeit, dort eine Lösung zu finden. Also wir haben alles zuhause produziert. Wir haben die Flaschen in der Küche zuhause abgefüllt, nachher in der Badwanne abgekühlt. Die ganze Wohnung ist überflutet. Und es hat viele Momente gegeben, wo wir uns, ich glaube, jeder Einzelne, aber auch gemeinsam, hey, sollen wir es wirklich durchziehen, wenn wir den Schritt wirklich wagen. Wir sind zwei gelernte Köche und ein Grafiker. Wir haben nicht an der HSG studiert und schon irgendwie vier Firmen vorher gemacht. Entsprechend haben wir uns das alles selber müssen beibringen, from scratch. Wir haben darum eigentlich von null auf wirklich etwas aufgebaut, ohne wirklich Vorlauf. Und ich will es genau noch mal gleich machen. Manu, das macht es nicht einfach vor der Kamera, wenn ich dich da noch im Spiegel sehe und du mir das ehrlich sagen. Und sonst kannst du ja nachher auch noch ein Interview machen. Weißt du, die Story von der Köche habe ich schon gebracht vor, die haben wir schon im Kasten. Lass mich jetzt in Ruhe, Manu. Genau, wir sind Freunde, Geschäftspartner und verbinden eigentlich so extrem viel. Also wir haben eigentlich eine Ehe miteinander und haben ein Kind und das ist Mix. Und es ist wie das erste Mal Vater werden. Du weißt nicht genau wie, du weißt nicht genau, was passiert. Du hast schlaflose Nächte, du denkst die ganze Zeit daran, verlierst gewisse Freunde, weil du keine Zeit mehr hast. Es wird in dem Moment wie das Wichtigste. Diesen Spirit haben wir bis heute nie verloren. Mit 30 da zu stehen, wo ich jetzt stehe, mich vor 4,5 Jahren selbstständig gemacht zu haben, durchgebissen zu haben, jetzt dürfen, jeden Tag aufstehen und eigentlich Freude haben an dem, was ich mache, auf das bin ich extrem stolz.